Wie schädlich ist dein Lifestyle für deine Erektionsqualität und kann es potenziell, dass dein Lifestyle, den du aktuell führst oder in der Vergangenheit hast, jetzt zu Erektionsschwierigkeiten bei dir führt oder geführt hat? Als ein negativer Lifestyle, der schlecht ist für die Erektion, gilt landläufig, dass man zum Beispiel raucht, dass man relativ viel Alkohol trinkt, dass man keinen guten Schlaf hat, dass man wenig oder gar keinen Sport betreibt, dass man übergewichtig ist und dass man in seinem Alltag viel Stress hat. Und natürlich eine ungesunde Ernährung, die kommt auch noch mit dazu. So, jetzt bin ich mir super sicher, dass wenn du diese Punkte genannt hast, wahrscheinlich mindestens 2, 3, vielleicht sogar 4 oder 5 dieser Punkte auf dich zugetroffen haben. Und das ist für viele Männer so. Ne? Wir führen alle nicht den perfekt gesunden Lifestyle. Und dann bekommt man natürlich erstmal Angst, wenn der ein oder andere Punkt auf einen zutrifft. Und wenn man gerade aktive Erektionsschwierigkeiten hat und dann merkt man, hey, mein Lifestyle war vielleicht nicht perfekt für meine Erektion, dann ist man auch ganz stark dazu versucht zu sagen, na gut, offensichtlich führe ich nicht den richtigen Lifestyle für eine funktionierende Erektion, weil ich zum Beispiel trinke oder weil ich nicht regelmäßig Sport habe oder weil ich auch Stress in meinem Alltag habe. Also folglich muss ich jetzt diese 3 Dinge abstellen, um dann wieder eine funktionierende Erektion zu bekommen. Das ist häufig die Narrative, die viele Männer im Kopf haben. Und ich will hier jetzt mal eine Runde Klarheit reinbringen. Und den wichtigsten Punkt, den will ich dir direkt vorneweg nennen. Erstmal, ja, selbstverständlich hat dein Lifestyle und was du in deinen Körper reingibst, beispielsweise auch, eine Auswirkung auf deinen Körper und somit auch eine Auswirkung auf deinen Penis. Diese Auswirkungen sind in den allermeisten Fällen, wenn wir über den Penis sprechen, nicht kurzfristig, aber diese Auswirkungen, die zeigen sich in der Regel bei den meisten Männern, wenn wir über die Auswirkungen auf den Intimbereich, auf den Penis sprechen, erst in späteren Jahren des Lebens. Also sagen wir mal, beginnend ab circa 55 und dann so immer mehr sich häufend ab 60, 65. Das ist, wo dann die Auswirkungen wirklich mehr und mehr zu tragen kommen. Und da ist es aber auch wichtig, folgende Sache zu verstehen. Wenn du dein Leben lang einen ungesunden Lifestyle geführt hast, du hast geraucht, du hast getrunken, du hast wenig Sport gemacht, dann wird es nicht so sein, dass du dann irgendwann mal mit 55 oder mit 65 plötzlich einfach gar keine Erektion mehr bekommst. Das ist nicht, wie diese Auswirkung des Lifestyles funktioniert. Was passiert, ist, dass die Funktionalität des Gewebes und der Gefäße in deinem Penis, ja, die Schwellkörper, die Blutgefäße, dass die in ihrer Funktionalität sukzessiv einbüßen ab einem gewissen Alter. Die büßen nach und nach ein. Das heißt, was faktisch zu beobachten wäre bei dir auf körperlicher Ebene, wenn du in einem solchen Alter bist, ist, dass die Erektion mit der Zeit an Qualität verliert. Was nicht passiert, ist, dass du plötzlich einfach Erektionsschwierigkeiten hast und gar keinen mehr hochbekommst und dann in den Sex reingehst und einfach die Erektion ausbleibt. Das ist in der Regel nicht eine Auswirkung des Lifestyles. Eine Auswirkung des Lifestyles wirkt sich auf die Erektionsqualität, auf die Erektionshärte, auf die Prallheit erstmal aus. Was dann aber passiert, ist, dass wenn du merkst, hey, meine Erektion ist 10% schlechter als sonst, 20% schlechter als sonst, dass du anfängst, dich ziemlich viel mit deiner Erektion zu beschäftigen, anfängst, die Erektion innerlich immer zu kontrollieren, abzuprüfen, dir Sorgen machst, dass die Erektion nachlassen könnte, dir Sorgen machst, dass deine Erektion nicht hart genug sein könnte für deine Partnerin. Und dieser psychische Aspekt, ne, der dann da dazukommt, der sorgt dann dafür, dass die Erektion ganz abflacht. Das ist was, das sind Missverständnisse, das wir ganz, ganz häufig sehen bei Männern. Ja, dieses Thema hat im Alltag oder auf der Arbeit oder wie auch immer, würde ich mal sagen, nicht jeden Tag, aber teilweise bis zu 100% oder 90% von meiner Leistung, die ich abrufen konnte, eingenommen. Und ja, ich habe gefühlt an nichts anderes mehr denken können als an dieses Problem und fühlte mich einfach alleine und aufgeschmissen mit dieser Thematik. Und
Ja. Und dann ist es einfach wichtig zu verstehen, dass wenn du jetzt nicht schon 65 bist, sondern du ein Mann bist, mittleren Alters oder in der Blüte deines Lebens stehst vielleicht sogar, dass Lifestyle-Auswirkungen, also wenn du einfach einen typischen durchschnittlichen Lifestyle hast, wo du vielleicht ein paar Kilo zu viel drauf hast, vielleicht leicht ja, in einem gemäß BMI, in einem leichten Übergewicht bist, wenn du rauchst, wenn du regelmäßig trinkst, wenn du keinen Sport machst oder wenn du einen stressigen Alltag hast, das alles sehr wahrscheinlich nicht zentrale Gründe sind, weswegen du jetzt plötzlich vollständig Erektionsprobleme hast. Das kann ich natürlich nur tendenziell einschätzen. Ich kenne weder dich, noch kenne ich deinen Körper. Ich kann dazu natürlich gar keine Aussage treffen. Wir haben dazu bei uns im Programm einen Urologen, dem man diese Dinge schildern kann, der dann eine viel detailliertere Einschätzung geben kann. Und natürlich kannst auch du zum Urologen marschieren und dich einmal physiologisch überprüfen lassen. Und das solltest du auch tun. Aber ich möchte einfach an der Stelle erstmal die Angst nehmen, weil da häufig eine wahnsinnige Panik entsteht. In aller Regel wirkt sich der suboptimale Lifestyle, der ungesunde Lifestyle, eher hinten raus im Leben aus, aber nicht unmittelbar direkt in der Blüte deines Lebens. Das heißt, was du tun solltest, ist, du solltest natürlich auf jeden Fall aufhören zu rauchen, auf jeden Fall aufhören zu trinken und auf jeden Fall dafür sorgen, dass du nicht mehr so gestresst durch den Alltag gehst. Das ist völlig klar. Aus gesamtgesundheitlichen Gründen solltest du das tun. Aber bitte versprich dir nicht davon, dass nur weil du jetzt mit dem Rauchen oder mit dem Trinken aufhörst, du 2 oder 3 Wochen später wieder eine funktionierende Erektion hast. Das ist meistens nämlich nicht der Grund für Erektionsschwierigkeiten in jüngeren Jahren. In jüngeren Jahren sind Erektionsschwierigkeiten in den allermeisten Fällen zu einem Großteil mit psychisch bedingt. Versagensangst, Leistungsdruck, Nervosität, Stress in der Sexualität oder potenziell auch beziehungsdynamische Schwierigkeiten. Und das ist eine Epidemie, diese mentalen Aspekte, die ich gerade angesprochen habe. Das ist eine psychische Epidemie, wenn man so will, die zieht sich durch unsere ganze Gesellschaft. Das betrifft einfach so viele Männer. Das können wir aus Erfahrung wirklich sagen. Der Körper ist natürlich wichtig für deine Erektion, aber die Psyche ist noch viel, viel wichtiger. In den allermeisten Fällen zumindest. Wenn du bereit dafür bist, die Psyche anzugehen, die Themen auf der psychischen Ebene einmal auszumerzen, wenn man so will, dann kannst du dich jederzeit bei uns für eine kostenlose digitale Sprechstunde melden. Da können wir uns deine Situation nochmal genauer anschauen, Fragen stellen, ein Gespür zu kriegen für deine Symptomatik und dir dann auch klare Impulse geben, was bei dir potenzielle Ursachen sein könnten und wie ein Lösungsweg aussehen kann. Und natürlich kannst du auf die Art und Weise dann, wenn du willst, auch in unser Programm reinkommen. Den Link packe ich dir in die Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit.